Servus, grüß dich. Heute ist dein bester Tag. Das sage ich nicht nur so. Ich möchte mit dir gerne ein Experiment machen. Wir zwei fühlen uns so, als wie wenn wir eine Eintagsfliege wären. Eintagsfliegen, die leben wirklich einen Tag. Wenn wir noch einen Tag zu leben hätten, nachher sagst du jetzt sicher, okay, Nein, an den Umständen könnten wir jetzt nichts ändern. Das, was heute zu tun ist, das ist heute zu tun. Was wir aber denken können, ist, wie gehen wir an das heran? Wie machen wir das? Also nicht das Was könnte man ändern, sondern das Wie. Wie würde man nachher den heutigen Tag verbringen? Wie würde man das machen? Glaubst du, dass die Chance sich denken, was muss ich morgen machen, was muss ich übermorgen machen und nächste Woche und nächstes Monat? Nein, die sind einfach da, sie sind einfach präsent. Sie tun das, was sie heute tun. Dann wirst du denken, ah ja, du Gescheiter, du, aber ich muss ja planen, ich muss mir ja Gedanken machen über übermorgen. Ja, natürlich, aber wir zwei haben ja ein Experiment. Wir tun so, als wenn heute unser letzter, unser bester Tag wäre. Und zwar ganz unabhängig, wie die Umstände sein. Ob es jetzt gerade schön ist, ob es nicht schön ist, ob es angenehm ist, ob es nicht angenehm ist, ob die Menschen um mich, ob ich die jetzt gerade mag oder ob ich sie nicht mag. Ganz unabhängig, wie die Umstände jetzt gerade sein, wie sie im Heute gerade sein. Und stell dir vor, wir könnten das. Wir könnten jetzt und heute und hier leben. Wir würden uns keine Gedanken machen über das, was morgen passiert oder über das, was gestern passiert. Dann würden wir unsere Kraft sammeln. Wir würden unsere Energie bündeln. Wir wären 100% präsent. Und jemand, der was dir heute begegnet, dem wärst du, da wärst du einfach präsent. Du wärst einfach da. Du würdest dir keine Gedanken machen. Du würdest dir nicht denken, ja, was bringt mir der jetzt, was bringt er mir nicht. Du wärst einfach nur da. Und nur heute nehmen wir uns einfach einmal so an, wie wir sein. Wie wir von unserem Naturell sein. Wir verstellen uns nicht, wir sind authentisch. Wir sein einfach so, wie wir sein. Wir nehmen jetzt einfach uns einmal so an, wie wir sein und sagen einmal ein kräftiges Ja zu uns. Wir wollen uns jetzt nicht ändern, wir wollen uns jetzt nicht verbessern, wir wollen jetzt nicht irgendwas tun, damit es einem anderen besser gefällt. Wir sein jetzt einfach einmal so, wie wir sein.